Am 5. Dezember geht es in Riez immer wild zu. In der Teufelhütte erzählen uns der Obmann und ein Teufel, wie lange es die Tradition schon gibt. Ja, seit 1948 können wir das so, wie wir jetzt sein. Und unser Oberteufel, das ist der Tollinger Hans, und der hat das angefangen. In Riez gibt es sogar eine eigene Nikolaus-Chronik. Ja, ich sage so, es ist sicher einmal für unseren Verein die Bibel. Alle Jahr, man hat erst 2002, hat der Seiser Christian mit der angefangen. Es ist natürlich schwierig, da ein von 1950 oder wenn er noch Fotos reiben oder alles zusammen. Er hat sich da wirklich viel untun und die meisten Jahre sind auch rein, sicher komplett vollständig. Aber wir sind dabei, wir führen sie jetzt jährlich weiter, dass ja nicht mehr rausfällt und dass man auch weiß, wer dabei ist. Und wir finden da natürlich da raus, weil wir haben ja ein 10-jähriges Treffen auch mit von jung bis alt, wo alle eingeladen werden wieder, das war etwas Besonderes ist. Und das Zeug hat einfach erhalten. In dieser Chronik sind auch die Nikolaus-Regeln festgehalten. Und die Regel Nummer 3 sagt: Ihr solltet nie das ursprüngliche und traditionelle Aussehen eines echten Riezer Teufels verändern. Das ist die rote Hose, Öl-Rose-Gemisch, schwarze Fellkappe bzw. Helm mit nur 2 Hörnern. Das macht den Riezer Teufel aus. Der Brauch wird von Generation zu Generation gelebt. Ich wollte es schon als Kind machen. Ja. Mein Papa ist auch schon einmal gegangen bei dem Verein. Und mich ist eigentlich interessant, weil zu den Vereinen kommt bei dir dazu in Riez. Mich macht das Ding, weil bis das erste Mal den Rostdeckel eingreifst, das ist, bin schon noch weiß davor und das ist gewaltig den ganzen Tag nachher. Trotz Teufeltradition, der Nikolaus ist immer noch die Hauptfigur. Ist klar, die Teufel, so wie wir wissen, auftreten. Sind spektakulär und jeder will das sehen, weil es es einfach nirgends gibt. Aber wir sind auch bewusst, wir sind ein Nikolausverein und kein Teufelverein. Und für unsere Kinder, der Nikolaus, der kommt wirklich in den Kindergarten, der kommt zu ihnen nach Hause. Und bei uns im Dorf ist der Teufel eigentlich eher noch eine Rundfigur. Wichtig für die Riezer ist auch, dass der Brauch nicht in Gewalt ausartet. Es ist bei uns so, erstens, wir sind eine kleine Truppe. Wir sind jetzt so beieinander noch 20, 30 oder 40 Mitglieder. Wir sind jetzt über 11 Mitglieder. Davon sind gleich 6 Teufel. Ein kleines Dorf, mal die meisten, die kennt man schon. Und wenn halt Auswärtige kämen oder wenn halt einmal irgendetwas sein sollte, es ist bei uns jeder bis jetzt so ehrlich gewesen. Das Auto habe ich dreckig gemacht oder auch die Jacke, das war ich. Also da ist jeder, weil es kommt einmal auf den Verein zurück. Und der Verein bereitet dann jeden so viel, dass keiner irgendetwas Schlechtes haben will. Und das hat sich bis jetzt eigentlich alle Jahre, wenn irgendetwas gewesen ist, sind eh einmal Kleinigkeiten, also mal eine Jacke oder ein Auto war. Nachher ist jeder so viel gewesen, dass er selber zum Oben gekommen ist. Und was sich die meisten Leute fragen, wird es denen nicht zu kalt? Kalt wird schon und wichtig ist nachher, dass du dich bewegst und nicht oft zu einem Feuerzeuger stehst, weil nachher ist schon noch wird es kalt. Und ein Schnapsal oder ein Bier da oder dort wärmt auch. Nur in der warmen Stube der Riezer dürfen sich die Teufel nicht lange aufhalten. Mehr über den Ablauf des Nikolausbrauches in Riez lesen Sie auf www.meinbezirk.at.